Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht ja wieder richtig schöne Sachen hier aufgetischt. Fangen wir an. Explode Storm, Funke A-Böller, Funke D-Böller, Büroland BKS Alpha, Herlat, das ist Blitzis, so ein Whistle-Rohr, dann Büroland Power-Split, Büroland-Böller, einmal Funke, also zwei Funke-Raketen, einmal Salut-Rakete, dann hier die 3-Stufen-Triller-Rakete, dann BKS-3 von Büroland, BKS-7, hier haben wir die Color Thunder von Argento, Red Thunder von Argento, Blue Thunder, dreimal gleichzeitig Argento, die Hyper Cannon, das ist so ein Salutrohr mit gleichzeitigen 5 Abschüssen und dann 5-mal lauter Knall. Dann haben wir hier einen Crackling-Vulkan von Lone Star. Die schönen Leslie Moskitos natürlich. Funke Höllenfeuer. Colpo Aero. Noch ein Höllenfeuer. Mamma Mia von Leslie. Von Pyromax von der Airbomb. Dann Cobra 1, Cobra 2. Damit fangen wir jetzt gleich an. Und ja, das war's. Nico, Flashbang haben wir noch. Und eine Whistle-Batterie von Panda. Also, jetzt Cobra 1. Jetzt haben wir hier den Cobra 2. Das war eher ein Verpuffer. So, machen wir weiter. Und zwar Nico Flashbang gegen Pyromax Thunder Airbomb. Das ist der Nico Flashbang. Ja, Nico Flashbang immer noch eins der besten Bombenrohre. Pyromax von der Airbomb. So, jetzt geht's weiter mit den Explode Storm. Jetzt mal noch zwei gleichzeitig. So, machen wir mal weiter mit Funke Höllenfeuer. Einmal lila und einmal orange. Jetzt Höllenfeuer Orange von Funke. Jetzt machen wir weiter mit einer Panda Saturn Missile Batterie, also richtig schönes Oldschool Feuerwerk. Thank you.
geht es mit dem Sina 3-Stepper. Das ist eine 3-Stufen-Pfeiffontäne. Ball von Funke, nee, Argento ist es. Sehr, sehr laut, muss ich echt sagen. Extrem laut und mega Ausbreitung. So, weiter geht's hier mit den Pyroland-Böllern. Die FBI kommt schon. So, als nächstes mal ein schönes Bombenrohr, und zwar Mamma Mia von Leslie, glaube ich. Oder Katan, keine Ahnung. Schreibt es mir unten in die Kommentare, was es ist, von welcher Firma. Wenn wir einmal bei Bombenrohren sind, kommt jetzt Colpo Aero und Titanium Thunder. Und Colpo Aero von Elgato. Bombenrohr, würde ich sagen, machen wir gleich noch weiter. Blitzis von Herlat und Pyroland BKS Alpha. So, einmal Herlat, Blitzis. So, und jetzt Pyroland BKS Alpha. Weiter geht's mit den Leslie Moskitos. So, jetzt gibt es schöne Schnipselböller. Einmal Funke A und Funke D. Ich würde sagen, aus dem restlichen machen wir so einen schönen Kreis.
So, und jetzt Funke D. Echt mega, mega druckvoll. Funke D. So, und jetzt gleich mal zwei Stück. Der wollte nicht. Ich würde sagen, jetzt zünden wir mal zwischendurch eine schöne Batterie. Ja, nehmen wir erstmal hier Pyroland BKS 3 und Pyroland BKS 7. Pyroland BKS 3, Alpha 3. Pyroland BKS 7. So, jetzt gibt es noch die Red Thunder von Argento, Color Thunder, Blue Thunder dreimal, etwas Rauch, Crackling Vulkan und die Hyper Cannon 5. Machen wir weiter mit dem Lone Star Crackling Vulkan. Ich muss echt sagen, Lone Star Crackling Vulkan kann man durchaus zünden, auch am Tag. Jetzt gibt es die Hyper Cannon von ABA. So sieht's aus. Ich hoffe, das Teil kippt jetzt nicht um. Hyper Cannon ABA. So, ich würde sagen, jetzt gibt es wieder ein bisschen Rauch, mal für zwischendurch. Power Split Pyroland. Weiter geht's mit Raketen. Hier haben wir nochmal die Triller-Rakete. Drei Stufen Triller-Rakete. Und Salut-Rakete von Funke.
hier noch die Color Thunder, die Red Thunder von Argento und auch von Argento die Blue Thunder, weil die kleinen Teile immer umkippen. Habe ich einfach drei zusammengeklebt, ganz einfach mit Klebestreifen einmal rundherum und dann werden die so zusammengezündet, dass sie auch nicht umkippen. Color Thunder Argento. So, jetzt die Red Thunder. Ich muss echt sagen, preisleistungstechnisch ist das wirklich eine der besten Salut-Batterien. Red Thunder würde ich sogar noch vorziehen vor der Color Thunder. So, und jetzt gibt es die Blue Thunder von Argento. Ich bin mega gespannt. Hatte ich selbst noch überhaupt nicht. Und jetzt gleich dreimal sogar im Verbund. Und das war's schon wieder mit meiner schönen Böllerei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich versuche immer einen richtig schönen Mix aus allen Feuerwerksartikeln zu machen. Aber auch diese Blue Thunder hat mir extrem gut gefallen. Sind 20 mm, sozusagen eine kleine Hosentaschenbatterie. Mega genial.